Und damit herzlich willkommen zu einer Runde KI-Kommando. Das letzte Mal ist jetzt schon einiges her. Und mit dabei ist diesmal der Kurga. Hi, und mit mir dabei ist der Utwin. Hi. Hi. Aha. Okay. Oh, ist so aufregend hier zu sein. Wie war ich ja noch nicht? Ah. Also ich noch nicht. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Aber gut, ja, KI-Kommando kurz mal erklärt, weil das letzte Mal, als ich das gespielt habe, damals noch mit der Frey, ist jetzt schon einige Zeit her. Und zwar geht es einfach darum, um den Gedanken, man selbst als Spieler ist quasi nur der Puppenspieler, so der die Fäden zieht im Hintergrund und selbst nicht sehr viel macht, außer ein bisschen zu unterstützen, während die KIs den Kampf austragen. Also so ein bisschen KI-Kampf, bloß mit ein bisschen Manipulation mit. Und zwei Spieler treten gegeneinander an auf dieser Karte. Es sind ein paar Ressourcen da, aber viel zu wenig für die KIs, um sich selbst zu verwalten. Und die Aufgabe der Spieler ist es tatsächlich, seine KI-Verbündeten so zu verwalten und zu steuern, dass sie halbwegs effizient agieren können. Ja, das war so die Kurzfassung. Und damit man nicht zu OP wird, ist auch eine Beschränkung drin und man darf als Spieler nicht mehr als ein Haus bauen. Man darf selbst militärisch nicht eingreifen und man hat ein Haus, was man bauen darf, was bedeutet bis zu 18 Bevölkerung, die man verteilen kann, um die KIs wirtschaftlich zu unterstützen. Und wir spielen ein 3 gegen 3. Ja, ich glaube, damit ist das Wichtigste erklärt zum Thema KI-Kommando. Ja, vielleicht noch eine kurze Anekdote. Vor einigen Monaten kam ich zu Utwin und habe ihm halt erzählt, ey, wie wär's denn mal, wenn wir einfach mal so eine Art Spiel machen, wo wir mit KIs spielen, wo wir die KIs unterstützen und die sich gegenseitig selber abmetzeln. Und da hat er nur so wahrscheinlich einmal mit den Augen geleiert und hat gesagt, dass er das schon ein paar Mal gemacht hat. Und das war mir so peinlich einfach, weil ich dachte, ich komme mit einer super innovativen Idee einfach rum. Und um dann zu erfahren, dass das schon lange existiert. So. Es ist schon ein Patient drauf angemeldet. Ja, das war echt peinlich, muss ich sagen. Aber ja, ich freue mich, ich habe da richtig Bock drauf, wirklich. Also, okay, dann let's go. Gehen wir mal in die Runde, dass wir die KIs auswählen. Und ich habe schon gesagt, so, wir könnten jetzt nach dem Punktesystem arbeiten und nach einem Tiersystem und sagen, die KIs sind stärker, die KIs sind schwächer. Aber ich würde mal sagen, jetzt für die erste Runde machen wir einfach mal frei Schnauze und Kurka darf wählen. Und da ich ein bisschen mehr Erfahrung habe, was die KIs angeht und Stärken und Schwächen, will ich dann einfach passend vom Balancing her eine KI auf meiner Seite aus. Dementsprechend, Kuka, darfst du anfangen. Wen hättest du denn gerne? Ich nehme den Wolf. Ernsthaft jetzt? man muss ja klein anfangen, ne? Nee, keine Sorge, ich krieg das schon gebalanced, keine Sorge. Schön, dass du das gebalanced kriegst, dann freue ich mich ja. Okay, ja gut, von den Farben ist es jetzt nicht das Tollste, aber machen wir einfach mal die Farben, die gemacht sind. Obwohl, na komm, warte, das krieg ich hin. Dass der Wolf wenigstens seinen Schwarz hat. Okay. Okay, dann nimmst du den Wolf. Kann ich den in die Mitte nehmen? Ja, bitteschön. Dann Juhu. Kriegst du den Wolf. Okay, das ist cool. Okay, was nehme ich, um den Wolf zu kontern? Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme Saladin oder ich nehme Friedrich. Beides halbwegs okay. Ich nehme Friedrich. Endlich. Okay, dann nehme ich die Schlange. Och Mann, jetzt ist aber Gelb schon weg. Ja, ist okay. Das ist egal. Dann nimmst du die Schlange, ja. Jetzt fehlt dir bloß noch das Schwein oder sowas und du hast dann wirklich die drei Herzöge komplett. Du nimmst die Schlange. Dann nehme ich passend dazu, um das Ganze gut zu machen. Ich bin am Überlegen. Etwa Stufe der Schlange und nützlich in diesem Falle. Ich nehme den Kalifen. Ungläubiger. Ah, Mist, den wollte ich nehmen. Okay. Dann nehme ich. Dann nehme ich den Emir. Den Emir? Seid gegrüßt. Ja. Emir-Stufe. Ich könnte jetzt Vasir nehmen. Passend wäre vielleicht. Schwierig. Himmel, das ist, kommt mir fast schon vor wie so ein Kartenspiel einfach nur, ne? Du setzt so eine Karte in den Engel. Ah, verdammt, das nehme ich nicht. Ich spiele den Emir im Verteidigungsmodus. genau sowas. Ja. Richard würde sich anbieten, der Sheriff würde sich anbieten, der Abt würde sich vielleicht sogar anbieten. Ich meine eben, gutes altes Gegenbattlen wieder, wo Emir und Abt damals im selben Team waren. Ich nehme Richard. Lange überlegt. Guter Plan. Aber Richard ist aber auch krass. Ja, aber Richard und Emir sind auf einem ziemlich ähnlichen Level. Ja, das glaube ich auch. Okay, dann ziehen wir mal zusammen. So, ich habe, weißt du, ich habe voll die noble Kreuzzugtruppe und der Kalif hat sich da einfach voll reingeschmuggelt, ne? Also, er gibt sich als Kreuzritter aus unter seiner Maske, unter seiner Burka. Der hat einfach so eine Pappmaske, so von Philipp oder irgendjemand anderen von den Kreuzzügen. Ja, so genau. Geil.
Okay, ich bin ready. Okay, ja, alles sollte richtig eingestellt sein. Positionen passen so. Wolf mit. Warte mal, du hast Richard dort. Kalif gegen Schlange. Ja, das ist in Ordnung. Sollte passen. Alles klar. Übrigens, Einstellung ist 8000 Stadtgold haben die Computer. Wir haben 2000. Normales Spiel, kein Deathmatch. Dementsprechend wird der Anfang vielleicht ein bisschen zäh sein, aber wir haben auch die Stadtgeschwindigkeit, Standardgeschwindigkeit 90 eingestellt, was bedeutet, das geht zumindest halbwegs fix voran. Du musst noch auf Ready gehen. Oh, ne, ich muss noch auf Ready gehen, Entschuldigung. Und ja, dann geht's los. Der 90 Wuchs. So. Eine Hütte. Eure Beliebtheit sinkt. Deine Hude. Ja, komm. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es manchmal ein bisschen Latenzschwierigkeiten gibt, aber. Bei mir funktioniert. Wenn es bei mir funktioniert, kann es gar keine Probleme geben. Ja. Nee, also es geht ja auch. Ist jetzt nicht so. Ist jetzt nicht so dramatisch. So. Eine Hütte habe ich gebaut. So, machen wir mal so. Machen wir mal. Wir spielen übrigens auch, mal kurz an Erwähnung, mit dem neuesten inoffiziellen Corsair-Patch mit einigen Einstellungen. Unter anderem Einstellungen, dass die KIs immer den nächsten Gegner angreifen. Das ist notwendig, dass wir nicht plötzlich, dass die KI durchdreht und nur die Spieler angreifen will. Das kann auch ein bisschen nach hinten losgehen. Oh Gott, ich hoffe, die KIs bauen sich nicht gegenseitig zu, aber ich glaube, es funktioniert. Ja, ich habe halt extra den Wolf genommen, weil der halt so eine schöne große Burg im Normalfall baut. Kommt halt drauf an, welche der gerade baut, aber... Er baut die Burg 7, das ist eine seiner stärksten. Da hast du Glück. Da hast du nochmal Glück gehabt. Freundchen. Stell mal vor, hat's nicht gebaut, dann hätte es euch wahrscheinlich nicht gemacht. Vor allem der Emil so, habt ihr, gib mir eine Verbündete, so richtig auf irgendwas ganz krassen drauf. Die Schlange baut ihre S-Burg. Jupp. Ja, die ist auch nicht schlecht. Auch eine, die vom Wolf ist okay, die vom Emir ist etwas kleiner, aber das muss ja auch kein Nachteil sein. Bei Richard habe ich Glück, er baut jetzt nicht seine allerbeste Burg, aber es stimmt, wir haben ja gar keine festen Burgen eingestellt. Ne? Man hätte auch hergehen können und sagen können, wir geben jeder KI ihre Prime-Burg. Aber ich glaube, das, was ich gerade sehe, was hier gebaut wird, ist eigentlich in Ordnung. Damit kann man leben. Mhm. Das wird interessant. Eine Nachricht vom Kalifen. Ey, das ist echt gar nicht so einfach mit nur. Ja, ich bin auch gerade am Überlegen, wie ich so wenig Bauern. Das passt schon. Meine Gedanken sollten eigentlich in Richtung gehen, noch maximal Geld zu produzieren. Bedeutet. So. Oh, der Wolf wird schon beschossen, ne? Was macht denn... Ha? Oh! Ja gut, das gefällt mir. Wer macht was? Das Richard schießt einfach mal schön geschmeidig seine eigenen Leute da unten am Steinbruch weg. Ja, das ist, weil da der Emir so sein Bart daran so hingelegt hat. Ist ein guter Move vom Emir gewesen. Das ist einfach voll die deutsche Touristeneinstellung. Da geht so zu dem Steinbruch hin und legt so sein Handtuch drauf einfach. Die Einstellung von dem Boy gefällt mir. Gefällt mir gut. Emir Boy. So. Oh nein. Emir, oh Gott, ich nehme alles zurück. Richard baut die Burg mit zwei Ringen. Du Narr. Ja gut, wenn ich ihn wirtschaftlich unterstütze, wird er schon halbwegs irgendwie, hoffe ich. Alter, das ist jetzt voll die Fusion. Alter, beide meine KIs fusionieren gerade mit Friedrich in der Mitte. Aber es funktioniert, glaube ich, ohne Probleme. Hoffe ich mal. Okay, Friedrich jetzt seinen Stall gerne hier. Okay, passt. Irgendwie wird Friedrich gar nicht vom Namen angezeigt bei mir. Interessant. Ach Gott. Ja, stimmt, Friedrich. Wobei, warte mal, hier wird mir niemand gerade... Doch, Kalif hier. Doch, Friedrich wird mir angezeigt. Okay. Ja gut, ja, aber ich meine jetzt, wenn ich auf Friedrich draufklicke, quasi. Also wenn ich drüber habere, dann sehe ich keinen Namen. Ja, okay. So, Richard greift den Wolf schon mal an. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt weniger sexy. Mit dem, was der hat, wird er da wahrscheinlich kaum was erreichen. Ja, aber es ist ja... Er stört ihn ja trotzdem so. Das gefällt mir halt nicht.
Das muss dir auch nicht gefallen. Wo er recht hat, ne? Ja, wo er recht hat. Tja, was mache ich denn jetzt hier noch gescheit? Eure Verbündeten. Ich könnte noch eine Waffenproduktion machen. Du könntest es aber auch lassen. Eure Verbündeten. Das hättest du wohl gerne. Vielleicht. Vielleicht will ich auch nur, dass du das denkst. Weißt du, vielleicht so, bin ich auch so nur Manuel Neuer. 10% Kartenspiel, 10% KI-Kampf, 80% Psychological Mind Battle Game. Einfach nur. Ja, genau, Mindgame einfach. Das ist auch witzig. Richard und Friedrich verbinden ihre Burgen einfach. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und auf der anderen Seite auch mit dem Kalifen. Das ist eine große Burg, wenn man sich das jetzt mal anguckt. An sich schon. Ich bin auch gerade ein kleines bisschen am Schnaufen, also wirklich am so puh. Weil es ganz knapp hinhaut, dass die sich nicht gegenseitig Bauplatz wegnehmen, wichtigen. Aber es ist trotzdem... Naja... Das war doch ein Fehler zu sagen, wir wählen nicht vorher die Burgen aus, sondern es hätte auch voll nach hinten losgehen können. Ich wollte gerade sagen, also... Das ist jetzt schon ganz gut gelaufen hier. Das Reich benötigt folgende Güter. Das Reich benötigt Güter. Was ist denn los? Was hast denn du jetzt gemacht? Oh, du hast... Oh, das ist eine gute Taktik, ey. Ha? Du hast viele Angstfaktor-Gebäude gebaut, damit die Produktion natürlich effektiver ist. Ja, bei nur 18 Leuten. Du musst halt natürlich gucken, dass du die beliebte ausläuft. Du hast halt Bier noch mit drin, ne? Macht schon Sinn. Och, das ist jetzt nicht teuer. Smart. Kommen die krassen Plays raus. Das Volk liebt euch, my Lord. So. Da kommen sie raus, die Sicken-Skills. Die Sicken-Skills. Das Volk liebt euch, my Lord. Okay. Unsere Goldvorräte wachsen stetig. Eine Nachricht vom Kalifen. Wie viele Holzfälle habe ich denn jetzt noch? 3. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich genug eigentlich. Was zur Hölle, Kalif, Pech von mir. Was geht denn mit dem verkehrt? Das willst du nur haben. Ah, okay. Alter, was geht denn mit dem Wolf ab? Macht er da gerade eine Camp-Party vor seiner Tür? Da sieht der Junge sich einfach. Ja. Gut, okay. Nee, das macht keinen Sinn. Richards Burg macht mir zwar Kopfschmerzen, aber ich mit dem neuen offiziellen Patch soll das eigentlich gehen, selbst mit der Double-Layer-Burg. Auch wenn die ziemlich blöd ist. Warum ist die blöd? Die ist eine seiner schwächsten Burgen, einfach weil die zu groß ist und gerade mit diesen zwei Ringen, oftmals ist es so, dass die Burg handlungsunfähig ist, wenn sie irgendwie angegriffen wird. Und viel zu lange Produktionswege hat, weil wenn du dir jetzt beispielsweise anschaust, wenn wie hier seine Produktion ganz hinten ist, bis seine Leute da angekommen sind, dauert es ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja, ich sehe es auch gerade. Vor allem, die müssen ganz außen rumlatschen, Alter. Alter, die Schlange will 6 Holzbretter, Junge. 6! Nicht 7 oder 5, nein, er will 6. Diese Sau. Richtiger Trottel. So. Ich krieg den. Ich hab da irgendwo gerade Einschläge gehört. Ich glaube, es hackt. Irgendwie muss ich was kaputt machen. Huiuiui, Emir will's grad wissen. Oh ja, Emir will's wissen. Von Kaiser Friedrich. Das Reich benötigt folgende Güter. So. Ah, ich glaube, das wird Richard abwehren. Ich hoffe es schwer. Ich meine, selbst wenn er es abwehrt, er wird halt. Das ist so das Problem, was ich mit der Burg meinte. Dadurch, dass die jetzt ewig lang an der Mauer rumnagen, jetzt sind halt die Torhäuser zu und er ist komplett eingeschlossen ewig lang. Und das Problem hat die Burg sehr häufig. Aber, Friedrich, was geht bei dir ab? Willst du auch irgendwann mal zumachen?
Das ist eine gute Frage. Stein hat er ja genug eigentlich. Eigentlich schon. Das ist... ist da irgendwas, was blockiert? What the fuck? Oh Gott, ich sehe gerade, es gibt gar keine Befeuerung. Hm? Ah, okay, perfekt. Hat er zugemacht. Hm. Oh ja, aber wenn ich mir das gerade angucke, der Wolf, der hat gerade eine ziemlich lustig durchlöcherte Burg. Hm, gefällt mir nicht so, ehrlich gesagt. Ist jetzt auch nicht mal so, dass er jetzt nicht weiter durchlöchert wird. Ey, wenn das die Leute von Karglas sehen würden, ne? Also, bei so viel Steinschlag, da geht denen doch sofort die Nippel auf 180. Oh, jetzt bin ich kurz erschrocken. Ja, ich auch. Wenn wir nicht bei Taten sprechen lassen, sind wir verloren. Wenn du nicht bei Taten sprechen lässt, Junge. Da geht dem das Messer in der Tasche auf. So, übrigens nicht wundern, dass, sollte das Spiel nicht ganz so flüssig laufen wie sonst, ich muss es wieder notgedrungen mit Camtasia aufnehmen, wie auch Stronghold Europe. Irgendwie mag die 1.4er Stronghold-Version nicht aufgenommen werden bei mir. Das ist mysteriös. Oh, oh Gott, jetzt hätte ich fast Mission beenden geklickt, alter Schwede. Ist ja echt schade, dass das nicht passiert ist. Alter. Kalif fürs Wissen mit dem Katapult. Das ist ein. Ja, der geht all in. Eigentlich würde ich die KIs ja gerne sagen, nee, fokussiert erstmal die kleinen Ziele, aber ich hätte nicht gedacht, dass der Wolf so schnell so durchgestutzt wird. Okay, es ist wahrscheinlich wegen Friedrich und seinem Mangenspam da vorne. Obwohl, der Wolf könnte das auch kontern, wenn er, weil der hat ja auch, glaube ich, zwei Mangen mit dieser Burg da vorne stehen. Hm. Ich meine, was man natürlich machen kann für die Zukunft für diese Karte, zum einen natürlich die Burgen per Hand auswählen, die dazu passen, und zum anderen, ich glaube, man kann noch ein bisschen Abstand zu den KIs reinbringen. Also man kann noch ein kleines bisschen erhöhen. Und ja, soll es irgendjemanden geben wollen hier von den Zuschauern, der mal so eine neuere Version von der Map machen will. Also ich habe auch überlegt, ob ich eine mache, aber das wäre auch wieder nur so notgedrungen mehr schlecht als recht geworden. Falls es jemanden gibt mit richtig harten Kartenerstell-Skills, der auch mal so eine KI-Kommando-Karte machen will, kann man es immer einreichen. Vielleicht machen wir da das nächste Mal drauf. Ansonsten schaue ich, dass ich die ein bisschen modifiziert bekomme. Ist jetzt quasi so mal wieder ein Prototyp-Test des KI-Kommandos seit dem letzten Mal damals. Eben jetzt mit neuesten... Alter Schwede, der Wolf wird jetzt aber geflext hier. Der Wolf kriegt eine sanfte Einführung. Aber die Schlange hilft ihm jetzt gerade, indem er den Angriff vom Kalifen da abwehrt. Also er versucht es jedenfalls. Angreifen und ja, schickt heldenhaft seine Bogenschützen in den Nahkampf gegen die arabischen Schwertkämpfe. Ja. Ja gut, das hast du aber neulich im Kreuzzugmarsch von Europa auch getan. Ja. Gegen die Ratten. Ja gut. Aber die Ratte hat keine Schwertkämpfe gehabt. Und Touché. Und es war aus der Not heraus. Einfach weil es ging. Übrigens auch mal, ich merke gerade, ein bisschen lauter machen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ja, ich habe gerade ein bisschen leiser gemacht sogar. Ihr müsst mir zu Hilfe eilen. Ich muss dir zu Hilfe eilen, Junge. Was geht denn? So, ich weiß nicht, das, was ich jetzt getan habe, ist wahrscheinlich total dämlich, aber... Wo ist denn seine Waffenkammer da? Warum bildet er denn keine Truppen aus, der Wolf? Das verstehe ich. Ah ja gut, der hat kein Gold schon wieder. Ich hab den doch gerade 1000 geschickt, Alter. Der verputzt es zum Frühstück, der Wolf. Ich glaube auch, ey. Der geht da mit in den Zwingerclub wahrscheinlich und wirft die in den Club. Die Fofis. So. Der werte Herr Friedrich. Das wird hardcore hier. Ja gut, Kalif, weil du es bist. Hier, kriegst 5 Holz. Ah, 13. Gut. Das ist überhaupt nicht. Ich fiele den Wolf gerade des Todes, aber ich glaube nicht, dass er in der Lage sein wird, diesen Sturm da ewig standzuhalten. Wahrscheinlich nicht. Nicht, wenn du ihn wirklich noch krass feedest oder vielleicht. Oder alternativ guckst, dass du die anderen supportest, dass die ein bisschen einen Ausfallschlag machen. Aber ich fühle mich gerade so mit meinen drei Verbündeten wie so ein Vater mit drei Kindern. Und du hast so zwei wirklich Bevorzugte und einer von den Söhnen, der quasi immer den Kürzeren zieht. Und das ist gerade der Kalif bei mir. Ja.
gedacht, dass es jetzt so krass wird. Okay, ja. Obwohl der Emir will gerade Stress machen bei Richard wieder. Also der Emir ist eigentlich auch ganz gut am Voranschreiten aktuell. Ja, aber ich habe dem jetzt auch gerade mal gesagt, dass er jetzt mal angreifen soll, um Wolf mal zu entlasten ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, gibt es eigentlich einen Grund, dass der eine Steinbruch bei dir oben nicht besetzt ist, aber da kann man was hinbauen. Die KI macht es bloß gerade nicht. Emir ist mehr damit beschäftigt, ständig den Steinbruch hinten bei Richard aufzubauen. Wahrscheinlich geht es schneller. Also wahrscheinlich hat er da einen schnelleren Zugang oder einen kürzeren Laufweg. Unter Umständen. Oh nein, ich bin der 8. größte Herrscher, was ist da los? Eure Verbündeten. Mein Meister glaubt, dass wir diesen Krieg verlieren. Wenn er nicht angreift, selber schuld. Keine Sorge, Koga, mit dem Angriff Steiners kommt alles in Ordnung. Mit dem Spruch kriegst du mich einfach immer. Es ist immer wieder das Gleiche. Damit kriegst du mich echt immer. Oh, aber Richard kriegt gerade auch ordentliche Rasur. Vor allem, weißt du, seine Mange schießt die ganze Zeit immer noch hinten auf die blöden Kackdinger, die der Emil da platziert hat. Anstatt sich mal auf die Katapulte zu fokussieren. Das ist so ein Lappen einfach nur. Nee, halt. So. Gott verdammt. So, machen wir es mal so. Bitteschön. Nutze es. Ich weiß nicht, ich glaube, der Wolf wird hier echt nicht mehr zu Potter kommen, großartig. Gut, ich meine, vorne wird ihm zwar seine vordere Verteidigung mal ein bisschen weggeballert, aber seine Wirtschaft funktioniert grundsätzlich. Das Wichtigste ist, glaube ich, wie ich finde, dass du ihn... Eigentlich blöd, dir Tipps zu geben, aber es ist ja durchaus angebracht. Nee, er hat gar keine Wirtschaft, also er hat keinerlei Nahrungsgebäude gebaut hier bei mir. Das ist wirklich... Ja gut, die Nahrungsgebäude sind blau? Eine Sache. An deiner Stelle würde ich ihm vor allem Holz schicken, dass seine Holzwaffenproduktion funktioniert, weil die ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ansonsten natürlich, ja klar, natürlich Stein, dass er weiter davon aufbauen kann und länger tanken kann. Eisen ist natürlich auch wichtig, dass seine Waffenproduktion fortlaufend funktioniert. Hopfen. Genau. Oh. Jetzt will der Truppen haben, Alter. Die kann ich ihm nicht geben. Schicken 5 Bauern und 5 Schwerter. Und sagen so, mach dir deine Truppen selber, Junge. Tja, ich habe echt mehr Hoffnung in Wolf gesetzt, als es mir jetzt im Endeffekt gebracht hat. Ich meine, du hattest auf der einen Seite das Glück, dass er eine seiner stärksten Burgen gebaut hat, aber auf der anderen Seite... Auf der einen Seite das Glück, auf der anderen Seite das Pech, dass es halt eine seiner großen Burgen ist, die gerade mit wenig Stadtgold und gerade mit Gegnern nebenan Stadtschwierigkeiten hat ein bisschen. Der hätte seine kleinste bauen sollen, dieses Viereck mit den 2 Türmen an der Spitze. Ja, das wäre auch eine Idee. Wenn du willst, können wir dann nachher nochmal ein Rematch machen und wir ändern einfach mal die Burgen. Ja, das wäre eine coole Sache. Wir machen das gleiche Match nochmal mit den Prime-Burgen, das wäre durchaus eine Idee. Oh, oh, da brennt gleich der Kornspeicher. Oh, hier brennt jetzt alles, Junge. Ja, das war's. Der Bube ist jetzt lost. Tja, nein. Mal gucken, ob der Kalif im Gegenschlag bei Richard noch ein bisschen was anrichten kann. Du meinst der Emir? Meine ich ja. Es sei denn, der Kalif packt jetzt wirklich so seine Maske, zieht so seine Maske ab, ne? Holt das Messer raus und fällt euch in den Rücken, so. Ja. Na, Friedrich war eine gute Wahl. Ich ziehe meine ungläubige Karte. Infidel 100, Einwand. Gut, der Kalif war weniger als Konter gegen den Wolf gedacht, sondern eher als Gegenspieler für die Schlange. Ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt alle so auf den Wolf, dass die den alle so lieb haben. Ja, naja. Aber geht ja gut auf, also kann man ja gar nichts sagen gegen. Aber die Schlange, die hat jetzt mittlerweile auch ordentlich Power. Die braucht bloß ein bisschen... Gut, die Frage ist, gegen wen würde sie jetzt effektiv kämpfen können hier in dem Falle? Kalif? Das ist halt die Frage. Und Störeinheiten setzt sich ja auch nicht großartig ein. Ja, ist gar nicht so easy. Also wenn Emir Richard schlagen würde jetzt, dann würde das Kräfteverhältnis sehr in meine Richtung fallen, aber...
Das ist jetzt halt so eine Sache. Vielleicht, weil die Sache ist die, selbst wenn Wolf und Richard jetzt weg wären, hätten wir noch Friedrich Kalif gegen Emir Schlange. Dann wäre trotzdem Friedrich Kalif stärker. Glaube ich auch im Insgesamten. Was macht denn die Speerträger der Schlange? Die wollen den Graben auffüllen. Die sind sehr solidarisch. Naja. Die wollen wenigstens eine Seebestattung draus machen. Tja, ich müsste dem jetzt mal Holz schicken, was? Hab das Feuer erstmal ausbrennen lassen da drin. Ach du liebe Zeit. Eure Verbündeten. Dieses ewige Dauerfeuer, was der Wolf da auch ertragen muss, ist da natürlich echt nicht konstruktiv an der Stelle. Wie ich halt wirklich so gerade nebenbei check, dass der Kalif eure wirklich immer bei mir leer geht. Ich schick dem wirklich mal bald was. Also sonst ist der noch richtig traurig. Der arme Bub. Mach was draus, du Keck. Eure Verbündeten. Das ist das Prequel, wie der Kalif so geworden ist, wie er ist. Aber immer das ungeliebte Kind in den KI-Kommandos. Eure Verbündeten. Eure Verbündeten. So, bitteschön. Braucht sich nicht mehr zu beschweren. Ich glaube, der Wolf lässt gar keine Nahrung ausgeben. Der hält das. Nee, doch, tut er doch. Ich dachte gerade, irgendwie. Er hat keine Nahrungsgebäude, aber hat trotzdem immer Nahrung irgendwie. Ja, das ist, weil die KI da immer nachkauft. Da geht auch ein großer Teil vom Gold drauf dafür. Aber das muss man der KI auch lassen. Die hat natürlich den Vorteil, die kauft auch verschiedene Nahrungsarten ein, um nochmal einen Beliebtheitsbonus zu bekommen. Das ist durchaus nicht so schlecht. Dafür muss aber die restliche Wirtschaft funktionieren. Er verkauft direkt alles Mehl, was ich ihm... Na gut, okay. Meinetwegen. Soll er verkaufen, in Truppen stecken, ist okay. Alter, jetzt geht's los. Oh je. Na, das wird jetzt richtig derb. Das brennt jetzt im Nachgang. Das wird jetzt brennen, ja. Alter, und die Schlange macht aber auch nix, ey. Das wundert mich tatsächlich. Obwohl, sie hat vorhin Die Truppen sind nicht mehr da, die muss angegriffen haben, aber. Ja, der Wolf ist jetzt hinüber, ey. Das wird er nicht aufhalten können. Aber der hat die ganzen Fallen wieder erneuert. Das wird Zeug da, also kannst du auf jeden Fall slowen. Der müsste jetzt mal ein paar Truppen raus spammen. Nichts leichter als das. Der schüttelt einmal an seinem Ärmel, da kommt dann plötzlich 10 Schwertkämpfer raus. Gut, ich meine, die KI macht das wirklich gerne, dass da plötzlich so Truppen kommen und so zack und dann so, okay. Das ist so das letzte Aufgebot. Der Angriff Steiner halt. Ja, genau. Ja, jetzt kommt der Kamerad noch mit dazu. Aber einen Großteil seiner Schützen hat der Trottel halt auch auf der anderen Seite der Burg, weißt du, so dort, wo sie nicht benötigt werden im Moment. Na, soweit denkt die KI halt nicht. Die ist geskriptet darauf, dass die ganzen Fernkämpfer so zu verteilen auf der Burg, aber sie verteilen sie nicht um strategisch, wenn sie sagen, da brennt gerade mehr der Docht und so. Ah, jetzt schickt das alle auf den Bergfried, glaube ich. Oder, nee, was, oh nein, nein, bitte nicht. Schick sie doch nicht auf den Bergfried, wenn da die Gegner gerade hochlaufen, du Beppo. Oh, jetzt kam das letzte Aufgebot raus, ich hab's gesehen, die ganzen Pikeniere. Oh, jetzt haben die Sklaven. Oh ja, Gott, ja. Nein, Kalif, tu es nicht. Nicht jetzt den. Ja, genau, jetzt brennt er den Hof. Nee, das wird er trotzdem verlieren. Wird er trotzdem verlieren. Und wer holt sich den Kill? Das sind zu viele. Kalif hat den gesnackt, ey. Ja. Dieser Leech. Jawohl, er hat dafür gearbeitet. So ist es ja nicht. Tja, jetzt wird's. Das war schlecht. Überraschend einseitig. Naja. Das wird jetzt hier nichts mehr werden. Das für die Nachricht, du kommst jetzt nichts mehr, Kalif. Naja. Eure Verbündeten. Jetzt kommt dann plötzlich. 12 Spiele. Jetzt kommt einfach voll der Konter-Move. Ah, Mist, Friedrich greift mich jetzt an. Eigentlich
Ja, na gut, also, er geht halt die Mauer lang. Der Klassiker wieder. Warte mal, ich kann da hoffentlich mal irgendwie sagen, Junge, wie wär's denn mal mit ein bisschen Emir-Salat? Finde ich witzig. Aber das mit der Mauer lang, ich hab keine Ahnung. Er will sie einfach ein bisschen begradigen, ich find's ja nett. Das Gemeine ist, wir können die Mauer nicht mal nachziehen. Ich hab schon geschaut, wir haben das gar nicht in der Technologie mit drin. Das ist schon extra so bedacht gewesen damals. Oh ja, stimmt. Also für normal ist das nicht mal wichtig, dass man das macht, so im Sinne von, normalerweise macht man die Regeln ja so fest und dann hält sich einfach jeder dran. Aber hey. Nee, da kommt man auch gar nicht erst in Versuchung. Gut, das stimmt. Oh, die Feuerbälle da ist ein bisschen nervig. Na gut, wenigstens jetzt, wo der Wolf tot ist, bin ich jetzt schon der siebtgrößte Herrscher. So kann man auch die Hierarchie hochklettern, ne? Ja, Mann. Schon fast nach bester Crusader Kings Manier. Ja, genau. Alter, was Friedrich da aber auch an Truppen aufgeboten in seiner Burg selber noch drin hat, das ist ja krass, ey. Junge, Junge. Was zur Hölle, Friedrich? Schau dir mal an, der baut neben Kalif die Tribocke auf. Weißt du, wem ich gesagt habe, dass er also den angreifen soll? Ein Emir. Ich glaube, ja. Der überschätzt ein bisschen die Reichweite. Nein, das sind so richtig krasse neue Tribocke, die er entworfen hat. Die können so über die ganze Map schießen. Nachricht von Kaiser Friedrich. Guter Plan. Lass gut sein, Friedrich. Wirklich. Ist okay. Die Schlange war keine weise Wahl. Ich habe eigentlich gehofft, dass die Schlange halt früh stört und den Kalif halt nicht so wirklich zum Aufbauen lassen kommt, aber... Ich hab tatsächlich auch gewundert, dass die Schlange so lange gebraucht hat, um effektiv was zu machen, weil eigentlich sollte die Schlange wirklich im Early Game ziemlich auf den Sack gehen können. Da habe ich nämlich drauf gepokert. Aber... Naja, dann halt nicht. Ich wünschte, man könnte jetzt einfach richtig stark beschleunigen. Können wir es halt echt nicht unterschätzen, dass Friedrich ja noch seine offensiven Tribocke hat, seine defensiven Tribocke. Das ist wirklich wie so eine Maginot-Linie, diese ganzen Bogen da bei dir. Da kommt keiner durch, Junge. Die müssen außenrum, wenn sie zu dir wollen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Uns mangelt es an folgenden Nahrungsmitteln. Könnt ihr Nachschub beschaffen? Ja. Ich hatte immer wieder mit seinen Rüstungen im Wahnsinn. Verbündeten. So. Ach ja. Ey Friedrich, du willst mich doch verarschen. Jetzt habe ich ihm gesagt, jetzt komm, wenn du die Tribocke da unten hast, dann greif eben die Schlange an. Jetzt baut er die ab, oder was? Nee, jetzt habe ich gesagt, du sollst die Schlange angreifen, jetzt stehen die bei mir. Ja, ey, ich krieg die Krise. Das ist so irre. Geil. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die Schlange macht, weil ich habe dem jetzt mal gesagt, der soll einen Kalif angreifen und er sagt ja, aber da passiert jetzt nichts. Geil. Das ist halt die Schlange. Arbeitsverweigerung. Der sagt ja, aber meint eben nein. Ja. 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 Oh nein, jetzt brennt das dort. Na, wenn das Feuer übergreift, dann wird's schlecht aussehen da. Naja, er greift zum Glück nicht über. Alter, da stehen 5 Ballisten, Junge! Ja, hier und da, was diesen Spam von Störgeräten angeht, übertreibt's die KI gerne mal ein bisschen. Ja, okay. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, Friedrich. Ich meine, die Schlange versucht es ja noch nicht mal, sich zu verteidigen. So. Ja, jetzt kann der Meister mal sowas von vergessen, dass ich den jetzt unterstütze. Eure Verbündeten. Ich setze jetzt meine ganze letzte Hoffnung in Emir. Eure Verbündeten. Der geht wenigstens noch proaktiv zum Mann. Eine Nachricht der Schlange. Ich muss zugeben, die Lage ist. Ja, das sieht doch nach was aus. Oh shit, Alter, jetzt geht's da richtig zur Sache.
Oi. Richard Berserker-Modus. Naja, Alter, es sieht so geil aus, wie der da die Truppen auf der Mauer aufstehen hat, so. Ja, stimmt, Tatsache. Richtig cool, Mann. It's over, Emir, einfach High Ground. Ich kann ihm gar nicht so viele Steine nachschicken, wie dem da Mauern zerstört werden oder Türme. Stell dir vor, du bist so ein armer Bauarbeiter da beim Emir und da wird alles bombardiert und du bist gleichzeitig wieder am Hochmauern die ganze Zeit. Ah, ich werde nicht genug bezahlt richtig für diesen Scheiß. Ja. Ich hab dem 100 Brot geschickt und er verkauft alles. Dabei hat er kaum Nahrung. Du hast 4 Eisenminen. Eine Apfelfarm. Ach, du hast sogar Bäckereien gemacht. Bäckereien und Mühle. Alter, Friedrich da am Durchmähen gerade noch bei den... Ich frage mich, warum der jetzt seine Mauern angegriffen hat. Normalerweise müsste er nicht dich fokussieren, weil du bist doch eigentlich nicht näher dran als die anderen. Total seltsam. Heute. Hauptsache, Richard fokus wieder perfekt seine ganzen eigenen Truppen raus. Das kann er. Das kann er. Nee, kann ich dem Emil so viel schicken, wie ich will. Der wird da jetzt einfach niedergemäht. Eure Verbündeten. Na, wobei, den Angriff hat er abgewehrt. Nice. Noch. Aber fragt sich, wie lange der noch durchhält. Die Schlange. Was habe ich erwartet? Schlange. Was habe ich eigentlich erwartet? Naja. Alter, Friedrich hat einfach schon wieder 8000 Gold, ey. Und das, obwohl der eigentlich kaum großartige eigene Produktion hat. So viel schicke ich den ja normal gar nicht. Eigentlich brauche ich dem jetzt mittlerweile echt nichts mehr zu schicken. Ich frage mich, wo der das Geld herholt. Naja, wahrscheinlich durch Religion und Bier und dann Steuern richtig ballern. Kann natürlich sein. Ja, boy. Eure Verbündeten. Oh, okay, ich wollte gerade sagen, Kalif, mach auch mal was und zack, greift er an. Okay. Danke fürs Gedankenlesen. Eure Verbündeten. Ricardo. Eure Verbündeten. Oi, da will ich sie alle sammeln. Macht Friedrich eigentlich überhaupt noch Schmerz? Ja, vielleicht. Ja, ich glaube, es liegt an dem Angriffsbefehl. Dass Friedrich nicht so viel mehr für die Offensive macht, deswegen spart er wahrscheinlich auch so viel Geld. Ich breche den mal ab. Ach ja, wie kann man denn Befehle abbrechen? Einfach bei Befehle erteilen hingehen und dann siehst du ganz links Befehle löschen. Nein, Steiner, greif nicht mehr an. Das bringt nichts mehr. Ah, die Schlange ist jetzt eh weg. Vielleicht kann ich ein Emil noch ein bisschen voll spammen mit Geld und so ein Scheiß. Emil kriegt jetzt sein gesamtes YouTube-Money. Ja, der kriegt jetzt alles ausgezahlt, Junge. Da geht's jetzt ab, ey. Dezember, Junge. Kommt, geht bald wieder los. Eure Verbündeten. Friedrich. Jetzt alles, was ich dem geben kann, Junge. Ja. Eure Verbündeten.
Eure Verbündeten. Eure Verbündeten. Eure nicht mehr Verbündeten. Alter. Euer Verbündeter. Oh boy. Ich bitte der Kalif. Ich kann's nicht mehr hören, Alter. Eure Verbündeten. Oh boy. Oh, Richard kommt wieder. Alter, der will's jetzt wieder wissen. Tja, ich bin jetzt gespannt. Greifen die mich jetzt auch an? Bin ich jetzt einfach, aber ich bin immer noch nicht der nächstgelegene Gegner, oder? Ihr seid der größte Herrscher. Was geht? Ach, da geht jetzt alles in Bach runter, ey. Wie Friedrich damals. Obwohl, das war ehrenlos. Ei. Da gibt es aber bis heute einige Theorien, warum Friedrich da umgekommen ist. Manche sagen, es war ein Kälteschock, manche sagen, er ist tatsächlich ertrunken. Gut, okay, als Folge vom Kälteschock, ich glaube, es gab. Und auch was die Ursachen waren, dass er so ins Wasser gestürmt ist. Es gibt so viele Theorien, woran das eigentlich lag, dass Friedrich da einen auf Kampftaucher gemacht hat. Das ist eine gute Frage, was passiert ist. Ich kenne die Entwickler von dem Valnirock, also die das Spiel Valnirock gemacht haben. Und ich glaube mal, irgendwo auf der Gamescom oder so gelesen zu haben, dass sie auch ein Spiel darüber machen wollen. Aber ob das jemals umgesetzt wurde, weiß ich nicht. Du meinst wie Subnautica bloß mit Friedrich als Skin? Ja. So ungefähr. Aber warte mal, aber der Friedrich hier, der Kaiser Friedrich, ist doch nicht der Friedrich, also Friedrich Barbarossa, doch, oder? Doch, das ist Friedrich Barbarossa. Soll das der sein? Das soll Friedrich Barbarossa sein. Er ist ja nicht gut getroffen, also. Gut, man darf nicht vergessen, Friedrich Barbarossa war zu den Zeit der Kreuzzüge ja, glaube ich, auch schon über 60. Also, der war schon sehr alt zu dem Zeitpunkt. Aber er war rothaarig und dick. Ja, aber er war rot, vor allem, ich glaube, Barbarossa stand ja auch für roten Bart. Er hat auch roten Bart ja, sogar. Eben. Aber ich glaube, im Alter ist das ja dann sowieso grau geworden. Gute Frage, ob das vielleicht auch am Alter liegt oder wie sie ihn getroffen haben. Aber ich meine, es spielt in der Zeit, also es spielt ja auch wirklich zur Zeit der Kreuzzüge, wo ja Philipp II., Richard und Friedrich quasi den Kreuzzug gemacht haben und das soll ja die sein. Und in der Demo wurde er sogar als Friedrich Barbarossa angekündigt. Ja. Ja, GG, 3-0, Alter, und das ganz schön eindeutig. Verdammt, jetzt musst du. Kann ich nicht sagen. Du musst dich noch opfern. Nein, das gewinne ich noch. Du musst dich noch opfern, dass wir die Statistik sehen. Mach ich jetzt dieses Spiel beenden, ne? Nein. Opfern meine ich, mach mit deinem Lord einen Freifall. Ach so. Kann ich das? Ja du kannst einfach einen Lord schicken und irgendwas mit dem machen. Und das dann einfach töten. Da unten sind die Menge Truppen. Weil sonst sind wir die Statistiken nicht am Ende. Das wäre doch doof. Ich möchte mal sehen. Am Ende haben wir eine schöne Auswertung, wer wie viel geschickt hat, wie viel selbst produziert wurde von den Leuten. Ja, das will ich halt auch nicht aufsehen. Gut gemacht, Richard. Du bist echt bester Verbündeter des Jahres, ey. Erstmal Friedrichs Ritter in den Jord angeschossen. In den Jord? Nee, das war doch ich gerade, oder? Nee, da waren. Ja, Friedrichs Ritter wollte gerade dich angreifen und wurde voll von Richards Katapult gedeckt. Also, wollte gerade dir hinten in den Kopf reinpieksen und kam auf einmal der Stein dann zerquetscht. Also, Leute, ich hoffe, du hast es in der Nahaufnahme. Schick mal deinen. Warte, hey, wenn alle kompetenten Leute schon vergeben waren auf der Jobsuche, guck dir das mal an, ey. Leute, da ist der Lord. Nicht da hinten. Na ja, komm. Ich wollte noch das Ding dort zerstören. Den Bocky. Stell mal vor, die Ramme wehrt sich und rammelt den Lord so zu Tode. Also, jetzt. Oh, das ist schmerzhaft. Alter, der Kalif hat sich fast alle Kills geholt. Was ist denn los? Er hat sich. Achso, nee. Ich glaub, Richard hat sich. Ich glaube, Emil hat er nicht bekommen. Sieg! Tja, oh, jetzt bin ich gespannt. Gesendete Güter. Aber meist das Geld selbst gescheffelt hat tatsächlich der Emir. Übel. Du hast richtig viel Holz gemacht. Stein, Eisen, Waffenproduktion. Schauen wir mal, was sagen gesendete Güter. Ich meine, gesendete Güter, da geht es auch weniger um Wert. Also um die Anzahl, glaube ich. Ja, du hast da deutlich mehr gemacht als ich. Deutlich, es ist auch so rein prozentual betrachtet, ist es nicht so ein großer Unterschied. Naja, fast 6.000, 5.500, fast Unterschied rund, ist schon. Mal gucken, wer die meisten, okay, man sieht, dass du einen Wolf hauptsächlich reingefiesert hast. Ich habe Richard da sich am meisten gegeben, hätte ich nicht gedacht. Kalib, voll das vernachlässigte Kind einfach.
4200, ja. Ich habe es tatsächlich versucht, relativ ausgeglichen zu machen, weil als der Wolf dann da so geplättet wurde, musste ich halt alles, was ich hatte, einen Wolf geben. Okay, alles klar. Aber dann mal vielen Dank fürs Zusehen, ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn, ich weiß nicht, wollen wir noch ein Rematch machen und nochmal sagen, okay, wir wählen jetzt noch passende Bogen aus und wir machen das gleiche Spiel nochmal, oder wollen wir es erstmal abwarten? Ich würde eigentlich schon so probieren. Okay, dann machen wir noch ein extra Special und machen das nochmal mit, als Runde 2, mit der gleichen Aufstellung nochmal, aber mit etwas optimierteren, genau, Burgen. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.